Das Wort hat jetzt die Kollegin Sabine Leidig von der Fraktion Die Linke. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, wir haben in der vergangenen Woche erlebt, wie die Projektbetreiber einen Machtkampf um Stuttgart 21 organisiert haben, Goliath gegen David sozusagen. Und die Freundinnen und Freunde des Kopfbahnhofes sind unterlegen. So ist es. Es würde sich lohnen, die Bedingungen, die Irreführungen und die konkreten Ergebnisse dieser Volksabstimmung im Detail anzuschauen. Aber das würde meine Redezeit hier sprengen. Nur so viel. In der Stadt Stuttgart haben über 47% für den Ausstieg gestimmt. Die Bevölkerung ist tief gespalten. Und daran sind die Grünen in der Landesregierung mit Schuld, weil sie nicht die offensichtlichen Fehler des Projektes zum Ausstieg genutzt haben, sondern auf Koalitionsfrieden mit der SPD setzen. Und damit bin ich bei dem Thema, das tatsächlich auf die Tagesordnung des Bundestages gehört. Stuttgart 21 ist zum Scheitern verurteilt, so oder so, weil eine Reihe ganz gravierender Probleme überhaupt nicht gelöst ist. Davon will ich nur zwei hier herausgreifen. Erstens die Kostenfrage. Bereits am Tag nach der Volksabstimmung hat Bahnchef Grube angedeutet, was alle schon längst wissen. Bereits vor Baubeginn ist die Kostenobergrenze von 4,5 Milliarden überschritten. Jeder hier im Plenarsaal weiß, dass in das nächste Jahrzehnt hinein 7 und mehr Milliarden Euro für dieses Projekt fällig werden. Aber Bund, Land und Stadt haben erklärt, keine Mehrkosten zu tragen. Und die DB AG weigert sich, die Kostenübernahme zuzusichern. Was bedeutet das? Die Anlagen, wenn angefangen wird zu graben, können überhaupt erst in Betrieb genommen werden, wenn sie vollständig fertiggestellt sind. Wir werden etwas Ähnliches erleben wie bei der Hochgeschwindigkeitsstrecke Nürnberg-Erfurt, wo seit Jahren Soda-Brücken in der Landschaft stehen, die einfach nur so dastehen, weil das Bauprojekt nicht fertiggestellt wird. Mit dem Unterschied eben, dass die gigantische Bauruine inmitten der Landeshauptstadt liegen wird. Als zweites, nein, das liegt daran, dass das Geld nicht reicht. Als zweites nenne ich den Schaden für die Schiene. Und dieser Punkt ist der allergravierendste. Die Argumente, dass dieses Projekt der Schiene schadet, waren von Anfang an der wichtigste Einwand gegen den Tunnelbahnhof. Und das hat auch in der Faktenschlichtung eine zentrale Rolle gespielt. Ich erinnere an den Schlichterspruch von Heiner Geißler vor etwa einem Jahr, an den sich alle Projektbeteiligten quasi wie an einen Urteilsspruch gehalten haben. Dort heißt es: Die Deutsche Bahn AG muss dabei den Nachweis führen, dass ein Fahrplan mit 30% Leistungszuwachs in der Spitzenstunde mit guter Betriebsqualität nötig ist. Im Sommer diesen Jahres hat die Bahn verkündet, unsere Überprüfung der Simulationsergebnisse hat gezeigt, dass die geforderten 49 Ankünfte im Hauptbahnhof Stuttgart in der am meisten belasteten Stunde abgewickelt werden können. Auch dazu haben Sie hier in einer Aktuellen Stunde triumphiert, während das Aktionsbündnis aus guten Gründen gezweifelt hat. Nun ist vergangene Woche bekannt geworden, dass die Ergebnisse dieses Stresstests falsch sind. Die Fakten über die Fälschung sind auf der Internetplattform Wikireal nachzulesen, von Dr. Eber Engelhardt zusammengetragen, der als Sachverständiger an dieser Stresstestpräsentation teilgenommen hat, unter anderem im ZDF-Magazin Frontal dokumentiert und bestätigt durch einen der bekanntesten Verkehrswissenschaftler im deutschsprachigen Raum, Professor Knoflacher. Demnach hat die Bahn systematisch gegen die Richtlinie verstoßen, die für eine solche Simulation maßgeblich ist, nämlich die Richtlinie mit der Bezeichnung Fahrwegkapazität 405. Tatsächlich können in der Spitzenstunde nämlich nicht 49, sondern maximal 38 Züge abgefertigt werden. Was bedeutet das? Das sind weniger Züge als im heutigen vernachlässigten Kopfbahnhof und nur 60% von dem, was ein ertüchtigter Kopfbahnhof leisten könnte. Das ist der Punkt, an dem die Bundesregierung eingreifen muss. Herr Ramsauer, die Untersuchung zeigt, dass mit Stuttgart 21 faktisch ein Rückbau der Eisenbahninfrastruktur des Bundes geplant ist. Und da können Sie sich nicht zurücklehnen und Sie können sich auch nicht herausreden damit, dass es sich um ein eigenwirtschaftliches Projekt der Bahn handelt. Mit Stuttgart 21
wird der entscheidende Bahnknoten in Südwestdeutschland enger gezogen. Es wird ein Nadelöhr geschaffen. Und dafür sollen Milliarden Euro Steuergelder fließen. Wenn Sie es wirklich ernst meinen, wenn Sie es gut meinen mit dem Standort Deutschland, dann dürfen Sie nicht zulassen, dass die Eisenbahn in ihrer zukünftigen Entwicklung behindert wird. Wir werden nicht nachlassen, die Fakten auf den Tisch zu bringen. Die Linke will dazu beitragen, dass Stuttgart 21 aus vernünftigen Gründen scheitert und nicht im Desaster endet. Ich fordere Sie auf, Herr Ramsauer, übernehmen Sie die Verantwortung und wenden Sie Schaden von der Bahninfrastruktur in diesem Land ab. Danke.